Nachdem General Motors 1963 ein Verbot für alle Firmenrennen erließ, kontaktierte der Renntuner Bill Thomas, der mit getunten Chevrolet Camaros über 100 Rennsiege einfuhr, Ed Cole von Chevrolet mit der Idee, die Shelby Cobra mit einem Chevrolet angetriebenen Fahrzeug zu verfolgen, das in einer so geringen Stückzahl produziert werden würde, dass er unter dem Radar von Chevrolet fliegen könnte. Und so baute er den Bill Thomas Cheetah. In den zuerst aus Aluminium und später aus Fiberglas verbauten Cheetah wurde ein 5,3 Liter Chevrolet Small Block eingebaut, welcher so weit hinten sitzt, dass es keine Antriebswelle gibt. Der Wagen war auf der Geraden sehr schnell, jedoch war das Chassis zu windig für Road Racing und so änderte sich in Kurven die Fahrwerksgeometrie, was das Auto schwer zu fahren machte. Zudem leidete der Wagen an Überhitzungsproblemen, sowohl für den Motor als auch für den Fahrer, da der Motor halb im Fußraum des Fahrers lag. Daher fuhren manche Fahrer freiwillig ohne Dach. Das Cheetah-Projekt wurde nach nur 3 Jahren aufgrund einiger Probleme eingestellt. Die Cheetah war wegen ihrer geringen Stückzahl in eine offene Klasse geordnet, sodass sie nicht gegen die Cobra, ihren gedachten Gegner, fuhr. Eine Reglementänderung verlangte anstelle 100 homologierte Straßenautos 1000, welche für eine kleine Firma ohne Werksunterstützung unmöglich war. Jedoch weigerte sich Chevrolet jeglicher Hilfe. Ein Feuer zerstörte 1965 das Werk, in dem die Cheetahs gebaut wurden. Die Fahrzeuge entwickelten sich sehr schnell weiter, zu sehen an dem Ford GT40. Und das war eine Übersicht über die Bill Thomas Cheetah. Thank you.